Nein, Marit Herzog von Bassano. Globocor, 21 Juli, Action 112. Herr Herzog, ich sende Ihnen meine Antwort auf den Aufruf an die Deutschen von Barclay de Tolly. Wären lassen Sie die Übersetzung weiter Stücke in deutsche, polnische, russische, französische, lassen Sie sich schleunig zerdrücken und überall verbreiten. An den Grafen La Place, Vitebs, 1 August 1812. Herr Graf La Place, ich erhalte mich vergnügt in Ihrer Abhandlung über die Wahrscheinlichkeitsrechnung. Es gab eine Seite, wo ich sein mit Interesse gelesen hätte. Heute muss ich mich darauf beschränken, Ihnen das Vergnügen zu besorgen, das ich immer habe, wenn ich Sie neue Werke herausgegeben sehe, die dieser erste von allen Wissenschaften vervollkommen und außer denen sie tragen zum Ruhm der Nation bei, die Förderung und die Vervollkommnung der Mathematik ist mit dem Wohlstand des Staates eng verbunden. Ein bereiter Herzog von Messano, Minister des Außen, Smolensk, August 1812. Herzog von Bassano, ich komme eben zurück. Die Hitze ist außerordentlich groß und es gibt viel Staub. Was wird sein, wenn ihr gemütet? Wir haben hier die ganze feindliche Armee vor uns gehabt. Sie hat den Befehl erhalten, eine Schlacht zu liefern und hat es nicht gewagt. Wir haben Smolensk im Sturm eingenommen. Es ist eine große Stadt mit einer Mauer und Festungswerken, die aller Ehre wert sind. Wir haben dem Feinde 3.000 bis 4.000 Mann getötet, die dreifache Anzahl verwundet und hier 4 Kanonen gefunden. Mehrere von seinen Divisionen Generälen sind getötet worden. Wie man hier sagt, die russische Armee marschierte sehr unzufrieden und sehr entmutigt in der Richtung nach Moskau. Scherzenberg und Renier haben zusammen die Russen geschlagen. Ein Franz I. Kaiser von Österreicher in Wien, Mojaisk, 9. September 1812. Mein Herr Bruder und teuerster Schwiegervater, ich will mich eurer kaiserlichen Majestät den glücklichen Ausgang der Schlacht an der Moskau zu melden, die am 7. September bei dem Dorf Borodino stattgefunden hat. Da ich das persönliche Interesse kenne, das eure Majestät für mich hat, so habe ich geglaubt, Ihnen selbst dieses denkwürdige Ereignis und den guten Zustand meiner Gesundheit melden zu müssen. Ich schätze den Verlust des Feindes auf 40 oder 50.000 Mann. Er hatte 120 bis 130.000 Mann in Schlacht. Ich habe zwischen 8.000 und 10.000 Mann an Toten oder Verwundeten verloren. Ich habe 60 Kanonen erobert und eine große Salle gefangen gemacht. Meine Wachhut ist 6 Stunden verwirrt. Gerückt. Ich bitte Eure Majestät, wiederholte den Fürsten von Schwarzenberg zu verstärken, damit er die Ehre der österreichischen Waffen aufrecht erhält, wie er es schon getan hat. Ich bitte vor allem Eure Majestät, mir Ihre Geborgenheit und die nämliche Gesinnung zu bewahren. Sie, Monsieur, diejenigen schuldig sind, die ich für sie hege, Napoleon, an Alexander I., Kaiser von Russland, Moskau, 20. September 1812. Mein Herr Bruder, da ich erfahren habe, dass der Bruder des Ministers eurer kaiserliche Majestät in Kassel sich in Moskau befindet, habe ich ihn kommen lassen und mich eine Seite lang mit ihm unterhalten. Ich habe ihn
aufgefordert, Sekretär May Status so begeben und sie von meiner Gesinnung in Kenntnis zu setzen, die schon und prächtige Stadt Moskau steht nicht quer. Rostopchen hatte sie verbrennen lassen. 400 Brennstifte sind auf frische Tat erwischt worden. Alle haben erklärt, dass sie auf Befehl dieses Stadthauptes und des Polizeidirektors Feuer eingelegten. Sie sind erschossen worden. Das Feuer scheint endlich aufgehört zu haben. 3/4 von den Häusern sind verbrannt, 1/4 ist übrig geblieben. Diese Handlung weisen ist grässlich und zwecklos. Hatte sie so Zwecke wie keine Gehilfskrallen zu berauben? Aber diese Hilfskrallen waren in Kerlen, die das Feuer nicht hatte erreichen können. Wie konnte man übrigens eine der schönsten Städte der Welt und das Werk von Jahrhunderten vernichten, um einen so unbedeutenden Zweck zu erreichen? Dieser hatte man seit des Mollys getan. 600.000 Familien hat man zu Witwen gemacht. Die Feuerspritzen der Stadt Moskau waren zerbrochen oder, wie gefragt, ein Teil der Waffen war Fabriken gegeben worden, welche genötigt haben, einige Kanonenschüsse auf den Kreml zu feuern, um sie daraus zu vertreiben. Die Menschlichkeit, das Interesse eurer Majestät und dieser großen Stadt errichtet, dass sie mir so bewahren, anvertraut werden, weil die russische Samisive Dendeglise mit Hitze Verwaltungen berührten und Bürger wären das selbst lassen sollen. So hatte man in Wien zweimal in Berlin, in Madrid getan. So sind auch wir in Meilen. Wir fahren als Zuwarer dort einzog. Die Brandlegungen ermächtigten zur Plünderung, welche die Soldaten sich hingibt, um den Flammentrümmer zu entreißen. Wenn ich gehört setze, dass solche Aufbefehl eurer Majestät getan worden ist, würde ich Ihnen diesen Brief nicht schreiben. Aber ich halte es für unmöglich, dass sie bei ihren Grundsätzen, ihrem Herzen und die Richtigkeit ihrer Anschauungen so solchen Schändlichkeiten ermächtigt haben, die eines großen Fürsten und einer großen Nation unwürdig ist. Zu der nämlichen Zeit, als man die Feuerspritzen aus Moskau wegschaffte, ließ man 150 Feldkanonen, 60.000 neue Flitten, 1.600.000 Infanteriepatronen, mehr als 4.000 Zentnerpulver, 3.000 Zentner Salpeter, eben so viel Schwefel. Dort zurück. Ich habe eure Majestät ohne Leidenschaftlichkeit bekriegt. Einige Seilen von ihnen hätten vor oder nach der letzten Schlacht meinen Marsch abgehalten und ich hätte gewünscht, in der Lage zu sein, ihnen den Triumph in Moskau einzusehen, aufzuopfern, wenn eure Majestät mir noch etwas von ihrer früheren Gesinnung bewährte, so werden sie diesen Brief günstig abnehmen. Jedenfalls können sie mir dafür dankbar sein, dass ich ihnen mitgeteilt habe, was in Moskau vergeht. Napoleon.